In erster Linie natürlich sollten damals die bestehenden Papierarchive reduziert oder möglicherweise auch ganz aufgelöst werden. Das war das primäre Ziel. Darüber hinaus wollte man natürlich die Aktenverfügbarkeit im gesamten Universitätsklinikum für alle Arbeitsbereiche erheblich verbessern. Also in erster Linie setzen wir sie ein für die Archivierung von Krankenakten. Darüber hinaus wird wohl jetzt begonnen mit der E-Mail-Archivierung und mit der Archivierung von Rechnungen, also im Rechnungswesen. Also was die Mitarbeiter betrifft im Archivbereich, die also den Input machen, ist natürlich ein sehr großer Teil der konventionellen Archivarbeiten, also die Akten wegzusortieren, die Akten rauszusuchen, die ist einfach schlichtweg fortgefallen. Wir haben in sehr großen Bereichen, noch nicht in allen Bereichen, aber in sehr vielen Bereichen, haben wir inzwischen kein Papierarchiv mehr. Und man hat natürlich erheblich dadurch auch an Räumlichkeiten eingespart. Sowas wie Öffnungszeiten von Archiven, sowas wie Bestellungen von Akten, die dann wiederum ein paar Tage später dann bei dem Benutzer eintreffen, sowas gibt es ja alles nicht mehr. Also meine Zufriedenheit, sage ich mal, ist im Laufe der Jahre eigentlich immer mehr geworden. Der Benutzer will seine Akte sehen und will damit arbeiten und muss jetzt nicht unbedingt in die ganzen Besonderheiten einsteigen. Und je weniger man erklären muss und auch betreuen muss und eben auch unterstützen muss, umso besser ist eigentlich eine Software. Und dass eben die Akte für die verschiedenen Benutzergruppen jederzeit zur Verfügung steht für unterschiedliche Zwecke, ob das jetzt im medizinischen Bereich ist oder ob das im Verwaltungsbereich ist, ob es im Controlling ist, in der Qualitätskontrolle und so weiter, spielt alles keine Rolle. Die Akte steht einfach zur Verfügung und es wird inzwischen schon fast als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, dass die Akte zur Verfügung steht. Ich sage immer, der Benutzer interessiert sich nicht dafür, für diese technischen Details, woher jetzt das kommt, aus welcher Quelle, sondern er will am Ende eine Gesamtakte haben und nicht an fünf verschiedenen Stellen suchen, sondern er will eine Gesamtakte haben. Und das stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität so eines Systems. Ja, würde ich weiterempfehlen. Auf jeden Fall dann, wenn man die Absicht hat, damit eben nicht nur eine Aufgabe zu erfüllen, sondern eben eine ganze Reihe von anderen Dingen in einer Hand zu lösen.